So. Ach ja, genau, ich habe ja immer noch sie an am Schlepptor. Willkommen zurück zu Yakuza Kiwami 2, dem Spiel, wo wir immer noch eine Zeit haben, durch die Gegend rennen, weil wir bestimmt immer was mit ihr machen wollen. Aber ich mache natürlich Nebenquests mit ihr im Schlepptor. So, ich weiß gar nicht, warum ich in diese Bar hier laufen wollte, weil das ist auf jeden Fall nicht meine Hauptquest. Aber was wollte ich im Earth Angel? Also ich habe die Quest komplett vergessen, der ich hier gerade folge. Aber ich würde bestimmt. Oh, ich würde bestimmt mit Big Mama reden. Hallo. Ich habe eine Frage für dich, Mama. Kennst du einen Akku? Ah, da kannst du doch wetten, Baby. Das steht direkt vor dir in Fleisch. Möchtest du was trinken? Yeah. Nein, danke heute noch nicht. Mio hat mich hierher gesandt. Mhm. Mio? Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, sie weiß, wo Kano ist. Was? Aber ich. Also, weißt du, wo er ist? Ja. Nein, ich weiß gar nichts. Bitte. Koji ist in Yuyas Club aufgetaucht. Und Yuya hat große Probleme, wenn wir nicht Okano finden können. Irgendwo im Gebiet der 5 Millionen. Das sind die Probleme. Ach, der schwarze Donner. Mama, sag mir, was du weißt. Ich frage für einen Freund. Warum kann Koji nicht einfach nur aufgeben? Sag mir, wo Okano ist und vielleicht kann ich das hier alles irgendwie aufhalten. Na gut, direkt vor dir, aber nicht mehr. Danny. Wenn? Ist da zwei Personen? Das wird jetzt so ein bisschen verwirrend. Ich kann mich wieder erinnern, woran es ging. Es ging darum, dass Yuya von irgendwelchen Schlägern Ärger gekriegt hat, die wollte, dass er zurück in seine alte Gang kommt, weil die Organisation wollen. Weißt? Naja, hast du niemals einen. Hast du niemals einen Ex-Schläger gesehen, der in Wakama-Mama geworden ist? Man könnte sagen, ich bin eine etwas späte Pflanze, mein Süßer. Es hat Jahre gedauert, um rauszukriegen, wer ich bin. Aber, weißt du, ich bin nicht weggerannt, weil ich's wollte. Es ist nur. Ich wusste einfach nicht, wie ich Koji gegenüber treten sollte. Es war hart genug, mich selbst zu akzeptieren. Wer weiß, was er gesagt hätte. Dein Leben ist deins zu leben. Du musst das nicht irgendjemand anders erklären. Die eine Sache, die ich nicht akzeptiere, ist, dass du Yuya so leiden lässt. Ich weiß, dass es falsch ist, aber. Oh. Das war's. Boah, der Vibrationsalarm, ne? Hallo? Kiyo-san, ich bin so froh, dass du angenommen hast. Ich habe ein paar schlechte Neuigkeiten. Diese schwarzen Donnertypen sind zurück. Nein. Was? Dür hält sie auf, aber ich weiß nicht, wie lange er noch durchhält. Verdammt. Punkt, Punkt, Punkt. Sei mal, komm mal mit, wir müssen hier einen guten Freund retten. Saiyama kommt bestimmt zu sehen. Ich renne übrigens in die falsche Richtung. Jetzt habe ich mir diesen Typ mal vorbeigedreht, um zu merken, dass ich doch noch in die andere Richtung möchte. Ob Saiyama viel unter Leute kommt? So im Großen und Ganzen in den täglichen Geschäft? Wahrscheinlich nicht. Ich würde mir bestimmt einen Gefallen, wenn wir mit ihr durch die Stadt laufen und so diverses Zeug machen. Ich bin mir sicher, das weiß ich zu schätzen. Also ich würde übrigens mal eine Theorie testen, dass wenn ich nicht laufe, sondern einfach nur gehe, ob mich denn die Schläger in Ruhe lassen. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, an den Schlägern vorbeizugehen. Einfach irgendwann mehr. Und die sollten dann ja eigentlich nicht Füchse aufmerksam werden, oder? Oh? So? Oh? Ah, verdammt. Lauf! Na gut, man kann sich nicht einfach an die Schläger vorbeischleichen. Sehr gut, schleichen. Direkt vor ihrer da aus dem Weg, du Pöbel! Rennen sind noch mehr Schläger? Die ersten haben abgegangen, die zweiten werde ich intelligent ausweichen. Die werden nie merken, dass ich da war. Muha, guck mal, ich gehe einfach nach. Hat sich denn die irgendjemand mal eine Erklärung für diese riesengroßen Hütchen? Das hat mich immer gehört, dass es in Japan wirklich so riesengroße Verkehrshütchen? Wahrscheinlich nicht, oder? In meinem ersten Teil waren die halt die Verstecke von Majima, aber hier ergeben die halt echt wenig Sinn. Ach, guck mal, hier vorne ist Yuya bestimmt. Okay, hier ist niemand mehr da. Das ist natürlich irgendwie schlecht, oder? Ja, mal rein, mal sehen, was sich hier so ergibt. Was sind die da in der Bude? Was ist denn das? Was haben die denn für die Wegelchen hier? Ah, richtig harte Kerle. 4. Ich
元ヘッドだからって容赦しねえぞ。上等だ。かかってきやがれ。おい、ゆうや。この店は清掃がなっちゃいねえな。掃除するなら手伝うぜ。ゴミ掃除をな。キリュウさん、ふざけやがって。まとめてやっちまえ。Also sie haben auf jeden Fall am Anfang gesagt, dass sie sich mit ihr, dass es ihnen nicht leicht machen werden, dass er alleine nichts kann. Und dann kam Kyo rein und hat gesagt, ja, es sieht doch aus, als hätte der Hausmeister geschlampt, aber ist kein Problem, ich helfe dir hier den Numero zu bringen, wenn du es vorher sehen willst. Aua. Ich würde den Tag unter, wenn du so gar nicht gut bin ich. Der Lenz ist schon die Punkte für den Rad so auf. Jüge hat einen Platz gemacht, das ist ja schön. Er schützt anscheinend trotzdem. Jüge! Abre! Kürze! Jüge! Jüge! Kürze! Jüge! Kürze! Jüge! 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 Warum hat er denn einen weißen Mantel? Yeah! Hatten wir das nicht gerade? Ah, jetzt mach ich auch an hier. Guck mal, jetzt hat er auch. Warum das? Achso. Jetzt! What? Halt die gerade einfach weggehauen? Der weiße Mantel des Todes. Tja, das ist das Ende für den schwarzen Donner. Naja. Okano, Mama-san, du bist genau rechtzeitig gekommen. Du bist so eine Art Schutzengel. Schutzengel? Ich denke, man nennt mich die Feentante, was? Ja, richtig. Ich muss dir auch danken, Kiyosan. Du hast wirklich meine Haut gerettet. Mach dir darum keine Sorgen. Ich helfe immer gerne einen Freund aus. Wo wir gerade über Freunde reden, Yuya. Ja. Du hast ein paar gute. Passt gut auf sie auf, okay? Hi. Werde ich tun. Na gut, dann ich sollte gehen. Tschüss. Was stimmt denn nicht? Warte mal eine Sekunde. Du bist nicht. Oh, yes, ich bin. Ich liebe ihn. Was? Head over heels? Na gut, ich bin total in ihn verknallt. Wäre wahrscheinlich die richtige Übersetzung. Was? Feentante? Bück dich? Wunsch für ihn? Nein, eher so, Also eigentlich Patentante ist, glaube ich, das richtige Wort. Weil, also, es hat übrigens für mich Jahre gedauert, bis ich gerafft habe, dass der Godfather ist ja der Pate, aber ich habe natürlich nie den logischen Zusammenhang gezogen, dass logischerweise natürlich die Godmother, denn logischerweise, die Patentante ist, ne? Das hat irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, das hat sich für mich nie so richtig ergeben, ne? Das ist halt irgendwie. Das kam einfach bei mir nicht an, dass es halt da einen direkten Zusammenhang gibt, ne? Meiner. Yay, geholt. Ich hätte im Restaurant gegenüber gegessen, weil ich mag das eigentlich nicht, dass man hier oben im zweiten Stock anfängt, aber. Hier vorne sieht es aus, wie hier ist eine weitere Quest. Vielleicht darf der sogar Saya mal mitmachen. Ist er denn der Pizzabote? Hier Dach. Entschuldigung. Könnte ich dich um eine Minute deiner Zeit anbetteln? Dann schieß los. Was willst du denn? Ich
repräsentiere die Kamurocci-Waldassoziation. Wir suchen nach Leuten, die sich dafür interessieren, eine Unterschrift für unsere Petition abzugeben. Was? Wald? Oh. Also, Phosphorus. Das ist richtig. Wie jeder weiß, sind Bäume und der Sauerstoff, den sie produzieren, sind eine vitale Komponente der menschlichen Existenz. Darüber hinaus, Sir, findest du das Grün nicht irgendwie auch beruhigend? Wer würde sich nicht entspannen, wenn man einen netten, schönen Piniensuft einatmet? Denk darüber nach, Sir. Wenn jeder glücklich und entspannt ist, dann könnte die Kriminalitätsrate in dieser Stadt wirklich runtergehen. Was sagst du? Es braucht nur eine Unterschrift. Alles, was wir brauchen, ist deinen Namen, Adresse und deine Telefonnummer. Nichts Wildes. Einfach, oder? Na gut. Ich krieg bestimmt gleich Anrufe von der Forstwirtschaftsdingsbummens. Na gut, wo unterschreibe ich? Direkt hier auf der gepunkteten News, Sir. Brauchst du sonst noch was? Nein, Sir, das ist bei weitem genug. Vielen Dank. Kamurocho wird ein hölzernes Wunderland werden. Ich kann's ja kaum erwarten. Was soll schon schief gehen? Sign the Petition, habe ich gemacht, ja. Gut. Achso, meine Hauptquest schiebt mich ja dahin. Da wird in diesen komischen Supermarkt hier irgendwie freuen zu werden. Ach, da hinten. Ach nee, das ist ja nur die Prügelquest. Was ist das hier noch? Ich kann nochmal hin. Ich möchte mir ja nicht nachlagen sagen lassen, dass ich hier irgendwelche Nebenquests vergessen habe am Ende. Nein. Oh, eine E-Mail? Letzte Warnung. Zahlung überfällig. Bereits heute ist mit den heutigen Tagen ist deine Schuldenzurückzahlung überfällig. Wenn du nicht innerhalb der angegebenen Zeit innerhalb von 24 Stunden zurückzahlst, werden wir etwas härtere Maßnahmen ansetzen. Du schuldest uns 580.000 Yen. Accountnummer, Branchnummer. Was zur... Scam! Hallo? Hallo, Kiyu-san. Wir sind, Wann wirst du die Schulden zurückzahlen, die du genommen hast? Mit Zinsen zusammen kommen wir auf 580.000. Wenn du nicht bald zahlst, werden wir ein paar Typen zu dir schicken. Ein sechsbuchstabiges Wort. Es fängt mit einem Y an. Es endet mit Akusa. Oh. Oh, was für eine Geldleihung. Ihr habt auf jeden Fall den falschen Typen. Hey, hör mal genau zu, du kleiner Arschkriecher. Wir haben hier, wir kriegen unser Geld zurück, so oder so. Mir gefällt dein Ton nicht. Und ich hab kein Geld geliehen. Tja, was auch immer. Ich hoffe, du bist bereit für unsere Yakuza-Freunde, wenn sie in deiner Tür klopfen. Und was werden sie mit mir machen? Das wirst du bald genug herausfinden. Nur damit du schon mal weißt, es wird nicht schön. Naja, es sei denn, du entscheidest dich, das zurückzuzahlen, was du uns schuldest. Es ist noch nicht zu spät. Mhm. Was für eine Adresse hat Kiyu eigentlich geschrieben? Was soll war das denn? Vor allen Dingen, was hat denn Kiyu für eine Adresse hingeschrieben? Da, wo er mit Haruka wohnt? Das ist ja irgendwo außerhalb von Kamurocho. Oh, nochmal ein anderer. Boah, ich komme echt nicht mehr weiter, oder? Guten Tag. Hey, Kiyu-san. Ach, das ist Julia. Es ist Julia. Ich muss mit dir über was reden. Was stimmt denn nicht? Es klingt so, als wäre einer unserer Gastgeber, Kenya, wurde von irgendeiner Art Fake-Geldverleihern reingelegt. Was? Ja, du hast mich genau richtig gehört. Sie haben gesagt, sie hauen ihn zusammen, wenn er nicht bezahlt. Also hat er die 580.000, die sie wollen, irgendwie zusammengekratzt. Also, du weißt nichts über diese Typen Kiyu-san, oder? Mit den Verbindungen, die du hast, kennst du doch bestimmt alle möglichen schattigen Typen. Warte mal, hast du gerade gesagt, sie wollen 580.000 haben? Genau das? Genau. Kenya sagt, es hat damit angefangen, dass er eine gute Tat tun wollte, dass irgendwelche Schläger Namen für die Kamurocho Forstwirtschaft gesammelt haben oder so ein Mist. Die Typen hatten nicht mal eine Erlaubnis oder irgendwas. Ich kann mir nicht vorstellen, meinen Namen auf so etwas Schattigen fallen zu lassen. Ich meine, wie sollen sie bitteschön einen Baum in einem urbanen Gelände anwachsen lassen? Im besten Fall könnten sie vielleicht ein paar Pflanzen anpflanzen und dann sind sie auch fertig. Idiotisch, oder? Nur ein Idiot könnte für etwas so Lächerliches fallen, oder? Nichts gegen Kenya natürlich.
Jesan? Stimmt etwas nicht? Nein, es ist nichts. Ich kann bloß nicht glauben, dass Kenny auch so etwas hereingefallen ist. Tja, wenn das nicht die Wahrheit ist. Naja, aber ich muss sagen, er könnte vielleicht ein Idiot sein, aber Kenny ist einer meiner besten Kerle. Es ist wirklich eine verdammte Schande, dass so etwas zu ihm passiert. Alter, keine Sorgen, ja, ich guck mir das an. Ich sag Kenya, ich krieg sein Geld irgendwie zurück. Was? Ernsthaft? Ich danke dir ganz doll, Mann. Lass mich hören, wenn du was findest. Werde ich tun. Ja. Mein erster Schritt sollte wahrscheinlich sein, Informationen zu sammeln. Vielleicht weiß Morita mehr davon. Okay, wir gehen anscheinend in die... Lass suchen. Ich habe aus Versehen Dings eingeklickt. Also mir ist jetzt wieder eingefallen, was wir in der Hauptquest machen wollten, was die beiden gerade erzählt haben da. Wir wollten eigentlich den Floristen im Millennium Tower treffen, aber das ist halt offensichtlich noch nicht passiert, weil ich hau mal diesen Typen hier um. Mir ist so aufgefallen, am Anfang vom Kampf stehen hier immer so... Da kann man immer so schön noch so eine aufgeladene Attacke zu machen. Aber schön, dass wir auf diesen überhaupt nicht offensichtlichen Skin reingefallen sind. Ach Mann, jetzt habe ich schon wieder angeklickt. Das Problem ist das Anklicken und Laufen, beides auf A liegt. Und deswegen ist aus dem Weg, ihr Pöbel, also wirklich. So, der Informationscenter war hier, oder? Nee, anscheinend nicht. Doch. Ich bin auf dem richtigen Weg. Er ist bloß so weit weg, dass ich nur nicht auf die Karte will. Hallo Morita, ich grüße dich. Vielleicht weiß Morita was darüber. Hast du eine Minute, Morita? Oh, Kiyosin, Kahn-san, brauchst du irgendwas? Ja, also, weißt du, ich wundere mich, ob du irgendwas über eine Gruppe von Fake-Geldverleihern weißt, die Leute reinlegen. Ah ja, ich habe von ihnen gehört. Leute in der ganzen Stadt wurden angerufen, wurden nach 580.000 gefragt. Ich frage mich wirklich, warum, weil sie immer nach genau 580.000 fragen. Sie tun so, als wären sie eine Aktivistengruppe, die dann Leute daran reinlegt, ihre persönlichen Infos auf ein Blatt aufzuschreiben. Und dann kommen die Schläger, um das Geld einzusacken. Also Gerüchte sagen, wenn du nicht genug hast, werden diese hauen deine Schläger das ganze Haus kaputt und nehmen was immer wertvoll ist da drin mit. Das ist ja ziemlich erbärmlich. Weißt du, du weißt nicht so super, wo die wohnen? Naja, ich wollte diese Information an den höchsten Bieter verkaufen, aber es würde mich nicht stören, sie dir zu geben. Also hör so gut zu. Kennst du dieses Modelstudio gegenüber auf der anderen Seite der Stadt? Tja, diese Typen sind im dritten Stockwerk davon. Sie haben sich wie eine richtige Firma gefahren, also sei vorsichtig. Und vielen Dank, gut zu wissen. Ah ja. Und Dingsbums ist immer noch am Meckern. So, wo sind die jetzt hier? Ne, das ist das Mayong Palor. Da wollen wir nicht hin. Ach, hier. Hey, da war ich doch schon mal. Das war doch da, wo ich... Ja, hier war ich noch unsere Schlüssel. Da war doch da, wo dieses Bewerbungsgespräch ist. Hey, G2.